1992, also vor 25 Jahren, schlug die Geburtsstunde der Technischen Werke Freital GmbH. Dieses Jubiläum wurde letzte Woche gemeinsam mit Geschäftsführung, Aufsichtsräten und Mitarbeitern gefeiert. Auch der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Oberbürgermeister Uwe Rumberg, überbrachte Glückwünsche zum 25-jährigen Firmenjubiläum. Als städtische Gesellschaft realisiert die TWF GmbH alle Dienstleistungen rund um Abwasser, Fernwärme und Gebäudebetreuung in den kommunalen Einrichtungen der großen Kreisstadt Freital. Darüber hinaus betreibt die TWF das Freizeitzentrum Heinz mit diversen Freizeitangeboten. Außerdem ist die TWF für die Betreuung städtischer Sportstätten wie Turnhallen, Stadien und die Freibäder Windi und Zacke zuständig. 126 Mitarbeiter, darunter 44 Pauschalkräfte und 3 Lehrlinge, sorgen in den verschiedenen Abteilungen für reibungslose Abläufe. Der jährliche Umsatz liegt bei rund 10 Millionen Euro. Vieles wurde in den letzten Jahren realisiert. Die Freitaler und Besucher der Stadt freuen sich vor allem über die neuen Erlebnisrutschen im Heinz. Stillstand ist bei den Technischen Werken Freital kein Thema. So wurde letzte Woche der Grundstein für ein hochmodernes Heizhaus für das Nahwärmenetz in Potschappel gelegt. Also die 4 Spaten, 4 Männer, ein Heizhaus. Ja, wie in der Einladung zu sehen, machen wir aus 3 Heizhäusern ein Heizhaus. Und das natürlich hochmodern. Es entsteht ein Heizhaus mit 2 Kesseln, einem Blockheizkraftwerk und 4 Wänden, muss man sagen. Und das ist eigentlich eine relativ überschaubare Technik, aber hocheffizient. Schon seit Gründung der TWF stellt sich das Unternehmen den Anforderungen an eine effiziente und umweltfreundliche Energieversorgung. Umfangreiche Investitionen in neue Heiznetze, Rekonstruktion bestehender Heiznetze und die Installation von moderner Brennwerttechnik sowie die Investition in neue Blockheizkraftwerke sind wegweisende Investitionen für die Zukunft. Das Nahwärmenetz werden wir nicht groß erweitern können, weil es heißt nicht umsonst Nahwärmenetz. Weil das natürlich auch von der Leitungslänge und so weiter abhängt, aber damit es effizient bleibt. Aber grundsätzlich wird es hoffentlich die Richtung sein in Freital, dass man, ich sag mal, erneuerbare Energien, und da zählt man ja teilweise auch das Blockheizkraftwerk mit dazu, weil das doch schon eine Nachhaltigkeit hat, dass man das verstärkt einsetzt. Also weggeht von diesen zig Einzelanlagen, sondern zu größeren Versorgungsgebieten, die für den Mieter, Nutzer, wie auch immer, sehr, sehr günstig sind. Wann wird man das einweihen dürfen? Wann wird es in Betrieb gehen? Naja, Sie wissen ungefähr, wann es kalt wird. Das ist unser Ziel. Also ich sag mal, Mitte, Ende Oktober wollten wir hier alle Partner einspeisen und mit Wärme versorgen.